Zweiter Schritt ist jetzt, wir wollen diese Sirene hiermit verbinden und als Klingel verwenden. Dazu öffne ich jetzt die Rückseite dieser Klingel, auch wieder einfach mit dem Schraubenzieher. Und klar, jetzt löst das meine Manipulationsschutz aus und ich kann diese Sirene natürlich auch in meinem Sicherheitssystem inkludieren oder halt auch jetzt hier mit meinem Keypad als Klingel verwenden. Wie funktioniert das Ganze? Dazu schaue ich wieder in unseren Quickstart-Guide und da finde ich den Punkt, dass ich eine Klingel verwenden kann, auch bei dem Standalone-Modus. Dazu drücke ich wiederum, wie beim Strike-Lock, die Taste 1. Wichtig ist, Öffnen des Gerätes und jetzt ist das Gerät im Management-Modus. Und jetzt hier dreimal drücken und die LED indiziert mir, alles klar, das Gerät ist jetzt mit diesem Gerät verbunden. Heißt, die Sirene wurde jetzt in das Keypad inkludiert. Jetzt kann ich das Ganze testen, indem ich einmal die Klingeltaste drücke und dann klingelt die Sirene für 3 Sekunden und das ist sozusagen meine Sirene, beziehungsweise die Sirene jetzt als Klingel. Ich kann da jeden beliebigen Binärschalter, kann zum Beispiel auch einen Zwischenstecker oder eine Lampe verwenden und kann jetzt hier das Gerät als Klingel verwenden. Kommt jemand bei mir quasi an die Tür und klingelt, dann drückt er die Klingeltaste und bei mir geht die Sirene für 3 Sekunden an und ich weiß, jemand steht vor der Tür. Ja, wie gesagt, das können auch andere Lösungen sein, das könnte zum Beispiel ein Binärschalter oder ein Licht sein, das ist jedem frei überlassen. Oder wenn ich es im Gateway-Modus verwende, kann ich auch eine Szene starten lassen, dann zum Beispiel die Musikanlage starten und einen bestimmten Song davon abspielen lassen. Genau, das ist quasi die Verbindung zwischen Sirene und Keypad.